Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch in meiner Werkstatt und heute wird es ganz besonders knifflig. Ich habe das jetzt schon mindestens eine Woche bis 14 Tage vor mir hergeschoben, habe immer neue Ausreden gefunden, warum ich das noch ein bisschen vor mir herschieben kann. Immer andere Sachen und dies und jenes, aber jetzt gilt's. Länger geht's nicht mehr. Und zwar muss jetzt dieses Untergestell vereint werden. Jetzt ist es nur zusammengesteckt, also die Kuppel hier oben, das Kreuz hier unten und die Beine. Unten ist mit ein paar Schrauben fixiert und hier oben nur mit Dübellöchern und Dübeln zusammengesteckt. So Holzdübel. Bisschen Luft gelassen, bisschen ausgeleiert, damit ich da noch ein bisschen was drehen und kippeln kann. Dann habe ich mir hier unten eine Platte mit der Wasserwaage ausgerichtet, dass sie in alle Richtungen waagerecht ist. Und hier oben das auch. Also ich kann jetzt hier die Wasserwaage auflegen, wie ich möchte. Stimmt immer. Und jetzt gilt Folgendes. Ich mache das mit Epoxidharz, damit hier wirklich richtig Stabilität reinkommt. Mit Knochenleim kann ich es nicht machen oder will ich es nicht machen, weil ich lange ausrichten muss und hin und her und der wird mir zu schnell schon wieder kalt und klebt dann nicht mehr richtig, also geliert schon. Und mit Epoxidharz, den ich hier habe, der hat 40 Minuten offene Zeit, das reicht mir. Noch dazu kommt, dass die Kuppel hier unten und die Kuppel hier oben damit beschichtet wird. Ja, damit also einmal die Poren gefüllt werden und auf der anderen Seite, dass also eine schöne glatte Oberfläche gibt, die dann zwar wieder geschliffen wird und zum Schluss geölt, aber ich kann zum Beispiel hier unten das nicht mit Shellack und mit Bimsmehl das traditionelle Porenfüllen durchführen, weil ich würde mir die schwarzen Partikel alle in das helle Holz, in das helle Furnier reinreiben und kriege ich nie wieder weg. Und das Schwarze ist auch noch nicht fertig geschliffen, weil jedes Mal, wenn ich das schleife, kommt hier oben in die Poren schwarzer Schleifstab rein und ich habe Mühe, das wieder wegzukriegen. Jetzt habe ich das hier mit Ziehklinge und mit Schleifpapier, mit Feinen, alles so gut wie es geht sauber bekommen, die hellen Partien, und die werde ich jetzt erst mit farblosen Epoxidharz tränken und dann drehe ich die ganze Geschichte um, richte das wieder aus und dann werden die vier Stellen, also dann wird erst einmal das Epoxidharz schwarz eingefärbt mit schwarzen mit schwarzen Farbstoff, mit so einem Ruß ist das, damit also die Schicht also eben auch schwarz wird, noch schwarzer als es jetzt ist, gleichmäßig und tief. Und ganz zum Schluss mit dem Rest, der dann übrig bleibt, den dicke ich ein und klebe damit die vier Stellen, die vier Verbindungen, weil ich da ein bisschen was anmodellieren möchte, so Übergänge. Ja, ich hoffe, dass das jetzt verständlich war, was ich erzählt habe. Und jetzt geht's mal los. Ich habe das jetzt ein bisschen näher eingestellt und als erstes gilt wieder ein bisschen wärmen, ein bisschen vorwärmen, damit sich die Poren öffnen und das Epoxidharz besser ein bisschen eindringen kann. Ich nehme jetzt hier erstmal einen ganz kleinen Pinsel, damit ich die Konturen hier so mitnehmen kann. Das wird ja anschließend wieder geschliffen, die Oberfläche. Aber wenn ich dann das Schwarze mache, besteht die Gefahr nicht mehr, dass hier
schwarzer Schleifstaub eindringen kann. So, die hellen Flächen sind jetzt eingestrichen. Jetzt drehe ich das um und ich habe das schon vorher ausprobiert. Zur Sicherheit werde ich das nachher auch dann nochmal hier mit der Wasserwaage kontrollieren, damit das also auch wirklich dann richtig gerade drin steckt. Ganz kleine Abweichung kann ich später noch hier korrigieren, indem ich an den Füßen noch was wegschleifen kann. So, aber jetzt wird erstmal das rausgehoben hier. So, jetzt habe ich nicht vorher mir Platz gemacht, wo ich das hinstellen kann. Stelle ich das runter. So, das ist mehrmals mit schwarzer Beize gebeizt und geschliffen, und also mehrfach gebeizt und geschliffen. So, ein bisschen hierher. Jetzt habe ich hier diese schwarzen Farbpigmente, das nennt sich Rußverkolorung. Teufelszeug, also wo der einmal hinkommt, ist es schwarz und kriegst nicht wieder weg. Und ich werde jetzt hier mal so einen Teelöffel voll in mein Epoxidharz einrühren, um den schwarz zu färben. Sieht ganz gut aus, aber eins will ich hier auch erst noch machen. Ein bisschen vorwärmen, die ganze Holzoberfläche. Jetzt fällt mir noch was ein. Ich müsste das eigentlich ein bisschen hochlegen. Das müssen wir noch ein bisschen entwärmen. Gut, jetzt kommt's Knifflige. Weil jetzt muss das hier rein, vorher aber auch ein bisschen getränkt mit Harz. Wenn hier was daneben geht ans Furnier, das ist kein Problem. Ich werde das später noch die Übergänge behandeln mit sogenannter Patinafarbe. Und das wird dann wieder angeglichen. Und jetzt werde ich mir den Rest, den ich hier noch habe, eindicken zu einer Paste. Und da werde ich mit Überschuss dann arbeiten, dass die rausquillt und aber nicht wegläuft. Ich hoffe, so dick muss ich sie machen. Und das mache ich mit Weizenmehl. Fragt mich nicht warum. Das hat mir ein anderer Künstler empfohlen, der das auch so macht. Jetzt gilt es, die richtige Konsistenz rauszufinden, dass es nicht mehr zu dünnflüssig ist. Das ist auf alle Fälle noch zu dünn. Ja, ich habe das Gefühl, dass es jetzt dick genug ist. Und wenn das immer noch das Verlangen hat, ein bisschen wegzulaufen, deswegen stelle ich das ja auf den Kopf, damit es nach unten auf die Kuppel hinläuft und nicht an den Beinen runter. So, ich mache das jetzt.
jetzt die Paste da dran machen. Wenn ich das aufstecke, quillt das raus. So, und jetzt rumdrehen. So war es, glaube ich, richtig. Jetzt geht es schon los. Die 2 war dort. Jetzt hier. So, das sitzt schon mal. Der Pinsel ist zu groß. Jetzt will ich das hier anmodellieren. Zum Schluss nehme ich, wenn das hart ist, das lasse ich so. Nehme ich einen Dremel mit einem Fräser vorn dran und schleift das überschüssige Material weg. So, hier könnte ich noch 2 Tische so machen. Schade drum, aber ich hatte Angst, dass ich mir zu wenig anrühre und dass es dann fehlt und ich muss nochmal anfangen. So, jetzt kann ich, das ist ja immer noch alles weich. Kann ich noch mal überprüfen. Das stimmt genau. So, jetzt noch mal ein Blick drauf aus der Nähe. Und da kann man erkennen, wie das überschüssige eingedickte Harz da an den Übergängen verläuft. Und was da noch ein bisschen unförmig ist, das muss dann noch verschliffen werden. So, okay. Aktion geschafft, vor der ich mich so lange gedrückt habe.